Ich heiße Siegfried Hirt und bin seit 55, 60 Jahren im schwiegerelterlichen Betrieb tätig, als Chirurgiemechanikermeister. Ich bin 78 plus. Also mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht und heute noch. Sonst würde ich ja in dem Alter nicht mehr am Schraubstock standen. Wir machen nur Pinzette. Nur Pinzette. Siegfried Hirt in seiner Kellerwerkstatt. Er betreibt das Familienunternehmen Otto Schmied seit rund 60 Jahren. Zusammen mit seiner Tochter und zwei Mitarbeitern arbeitet er an den Aufträgen langjähriger Kunden. Große Sorgfalt für kleine Stückzahlen. Aus Feuer und Stahl fertigt der Chirurgiemechanikermeister Pinzetten für die Operationssäle dieser Welt. Stück für Stück. Maschinen haben sich verändert, aber die Handarbeit von Siegfried Hirt ist die gleiche wie vor einem halben Jahrhundert. Hier herrscht die Magie einer langen Routine. Wie viele Pinzetten er in seinem Leben hergestellt hat, weiß er nicht. Es sind Tausende. Und wie er verdienen Tausende in seiner Heimatstadt Tuttlingen mit Instrumenten für Krankenhäuser und Chirurgen ihr Geld. Mein Name ist Karl Huber. Ich bin stellvertretender Geschäftsführer der Firma Reda Instrumente, geboren hier in Tuttlingen, mein Alter 77 Jahre. Wenn Karl Huber durch die Straßen Tuttlingens fährt, kann der Kenner der Medizintechnikbranche zu beinahe jedem Haus eine Geschichte über eine Kellerfabrik erzählen. Tuttlingen ist das Herz der Welt in Instrumente. Es gibt kein anderer Ort oder Land oder Stadt mehr, wo diese Vielzahl von Instrumenten hergestellt werden. Das ist einmalig in Tuttlingen. Rechter Hand ein alter, kleiner Fabrikationsbetrieb. Diese Art von Instrumentenbetriebe gibt es sehr viele. Wir passieren die wohl bekannteste Firma von chirurgischen Instrumenten, Esculap. Die älteste und größte Fabrik dieser Art. Esculap, KLS Martin und Karl Storz sind die großen Unternehmen für Medizintechnik in Tuttlingen. Plätze und Straßen sind nach ihnen benannt. Daneben gibt es rund 450 kleine und mittlere Betriebe auf engstem Raum, die mit der Herstellung medizintechnischer Erzeugnisse beschäftigt sind. Konkurrenten und Nachbarn zugleich. Und das in Tuttlingen, schwäbische Kleinstadt und boomende Wirtschaftsmetropole. Dabei leben hier nicht einmal 35.000 Einwohner. Doch im Bereich der Medizintechnik besitzt die Region heute einen Weltmarktanteil von rund 50%. Aber warum Tuttlingen? Ursprünglich zählte die vom Messerschmieden geprägte Handwerkerstadt zur armen Region Württembergs. Bis Ende des 19. Jahrhunderts ein Messerschmied von seinen Wanderjahren an die Donau zurückkehrte und sich spezialisierte. Das Messerschmiedehandwerk und chirurgische Instrumente. Eine einmalige Verbindung, die viele Nachahmer fand. Das war der Beginn von Tuttlingens Erfolgsgeschichte. Das waren alle mal Arbeiter, die da ihre kleine Firma angefangen haben. Früher war Esculap die einzige Firma, die Instrumente herstellte, dann gingen die Leute, die Fachleute gingen weg von Esculap und fingen die eigene Produktion an. Ne? Aber das waren vorher keine reichen Leute, das waren Leute wie jedermann, wie die normalen Familie gelebt, haben dann die Produktion von Instrumenten angefangen und haben dann schönes Geld verdient, was halt auch in Ordnung ist. Ne?
Die Esculap AG war nicht nur die erste Firma für chirurgische Instrumente in Tuttlingen. Mit rund 2.800 Mitarbeitern ist sie der größte Arbeitgeber der Stadt. Michael Ungetüm ist morgens um 5 einer der Ersten. Seit mehr als 30 Jahren ist er Vorstandsvorsitzender. Kaum einer hat das Unternehmen so geprägt wie der geborene Bayer. Den Namen Ungetüm, den kennt in Tuttlingen jeder, auch wenn die wenigsten jemals sein Büro betreten haben. Eigentlich kommt der Professor aus den Ingenieurwissenschaften, bis ihn vor fast 40 Jahren die Begeisterung für die Medizintechnik packte. Die Faszination Medizintechnik, das ist die Interdisziplinarität zwischen Medizin und Technik. Das ist eigentlich das, was es ausmacht. Es sind zwei vollkommen verschiedene Fachgebiete und die zusammenzuführen und daraus Produkte zu entwickeln, um Patienten zu helfen und zu heilen, das lässt er nicht mehr los, wenn man da mal angefangen hat. Der Bedarf an chirurgischen Instrumenten weltweit ist riesig. Es gibt mehrere 10.000 unterschiedliche, die oft nur in kleiner Stückzahl nachgefragt werden. Aber jedes für sich ist für bestimmte Operationen eben unerlässlich. Zu tun gibt es also genug. Die ehemals kleinen Werkstätten sind heute oft große Werkshallen. Instrumente werden zunehmend auch durch computergesteuerte Maschinen hergestellt. Diese CNC-Maschinen sind das Werkzeug des modernen Chirurgiemechanikers. Zum Programmieren dieser Maschinen ist sein Fachwissen unerlässlich. Und auch die Implantate kommen natürlich aus Tuttlingen. Aber ist der klassische Chirurgiemechaniker am Schraubstock ein Auslaufmodell? Morgen. Für Professor Ungetüm Morgen. Ist er alles andere als das. Im Gegenteil. In Tuttlingen herrscht absoluter Facharbeitermangel an der CNC-Maschine und am Schraubstock. Denn trotz aller Maschinen, ohne den Menschen, geht es in dieser Branche nicht. Das ist ein Maulteil für ein laparoskopisches Instrument. Man sieht hier eine ganz feine Zahnung. Und früher ist das Ganze nur manuell hergestellt worden. Heute wird es eben auf sehr, sehr aufwendigen Maschinen produziert. Auch geschweißt an so einer Anlage. Also das sind aber alles Leute mit einer hohen, langjährigen Facharbeiterqualifikation. Vorsichtig vorne, ja. Also es geht ja so leicht. Das muss, wenn dieser Chirurg in die Hand nimmt, der muss begeistert sein. Stimmt. Das Set kostet ungefähr 10.000 Euro. Also wenn wir da sind, ja bei 30 Stück. Da bleibt doch hoffentlich was hängen. Für uns alle. Ich denke schon. Gut, dann liefern Sie, weil ich weiß, ich bin nächste Woche in Amerika und die wollen ja, sehen wir da riesige Marktchancen. Danke, ich muss weiter. Wir schauen. Professor Ungetüms Faszination für die Medizintechnik gilt auch für die Geschichte der Chirurgie. Das werkseigene Museum geht auf ihn zurück. Gefragt nach diesem Museum, muss ich eigentlich damit beginnen? Zukunft braucht Herkunft. Wenn wir von der Geschichte der Chirurgie sprechen, dann ist das Ende des 19. Jahrhunderts, wo die Chirurgie einen ungeheuren Aufschwung nahm. Bis dahin wurden diese Instrumente eben individuell nach den Wünschen eines Arztes gefertigt. Sie sehen einige Lehrbücher aus der damaligen Zeit. Aber der große Aufschwung kam dann eben am Ende des 19. Jahrhunderts durch drei Themen: Allgemeinnarkose, Chloroformanwendung, dann Erkenntnisse der Asepsis und schließlich die Röntgenstrahlen. Ohne Röntgenstrahlen wäre eigentlich die Chirurgie nicht denkbar. Und hier eben zum Beispiel Verbandstoffbüchsen und Trommeln und die Vorgänger der sogenannten Containersysteme, also der Produkte, in denen wir heute Instrumente sterilisieren und aufbewahren. Die Chirurgie hat natürlich unheimlich profitiert von den großen kriegerischen Auseinandersetzungen. Sie sehen hier so eine Amputationsszene. Das ist deshalb von Bedeutung, weil diese Amputationen möglichst schnell durchgeführt werden mussten, um natürlich die Schmerzen auch nur kurz zu halten. Deshalb sind solche Amputationen in der Regel von den guten Kriegschirurgen in 3 Minuten durchgeführt gewesen.
Um etwa 1850 gab es in Tuttlingen das Messerschmiedehandwerk. Es gab ungefähr 450 Messerschmiede in 150 Betrieben. Und einer dieser Messerschmiede, Gottfried Jetter, kam mit der Herstellung von chirurgischen Instrumenten in Berührung und gründete 1867 die erste Werkstatt ausschließlich für chirurgische Instrumente. Gottfried Jetter hätte sich damals sicher nicht träumen lassen, dass es irgendwann die Schlüssellochchirurgie geben wird. Bei der werden nur kleine Schnitte gesetzt, durch die der Chirurg mithilfe der Endoskopie in das Körperinnere sehen und dort operieren kann. Man nennt das minimalinvasiv. Tuttlingen ist ja eigentlich modernerweise das Medical Valley für minimalinvasive Chirurgie. Und die minimalinvasiven Operationsverfahren, die endoskopischen, haben eigentlich die operative Medizin insgesamt, kann man sagen, komplett revolutioniert. Kaum noch Bauchschnitte. Gerade die Frauenheilkunde profitiert davon, weil man davon ausgehen kann, dass mindestens 2/3, wenn nicht mehr, aller Operationen in der Frauenheilkunde über diese Endoskopie, über die Schlüssellochchirurgie gemacht wird. Die Konsequenzen sind natürlich ganz klar. Die Patientinnen haben natürlich ein viel geringeres Trauma. Wir operieren über die Videosysteme. Das heißt, das ganze Operationsteam schaut auf Monitore und nicht mehr in den Bauch oder in ein großes Loch durch einen Bauchschnitt. Und darüber hinaus werden wir kaum noch Nahtmaterialien oder Messer im Bauch benutzen. Wir arbeiten mit feinsten Elektroströmen. Strömen, die zum Beispiel zum Schweißen programmiert sind, dass sie Blutgefäße schweißen, Gewebe schweißen und versiegeln. Und diese gesamte Schlüssellochchirurgie, die weltweit eigentlich mittlerweile Standard ist, hat ihren Ausgangspunkt in Tuttlingen genommen. So, jetzt fasse ich. Ist ein Tumor. Die Endoskopie ist fest mit dem Namen Karl Storz verbunden, einem Pionier der Schlüssellochchirurgie. Mit mehr als 400 Patenten hat er die Entwicklung in der Nachkriegszeit wesentlich beeinflusst, von Tuttlingen aus. Der Erfolg des Familienunternehmens wird von seiner Tochter Sybil Storz weitergeführt. Jeder kennt die gestandene Geschäftsfrau hier, die Queen von Tuttlingen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, da gibt es einfach bestimmte Spielregeln. Und eine der Spielregeln ist, dass man keine Verluste machen darf und soll. Es muss sich ja rechnen. Man muss ja auch die Mittel zur Forschung, zur Weiterentwicklung, dass man in angemessener Zeit auch neue Produkte auf den Markt kommt, in der einen oder anderen Form finanzieren. Die Entwicklung wird natürlich immer teurer. Das hat den Vorteil, wir sind nie ganz überrascht über eine neue Operationsmethode, weil wir sehr, sehr früh unterstützen. Überrascht hat es auch niemanden, als die Tochter das Familienunternehmen übernahm. Schließlich hat sie die Medizintechnik quasi mit der Muttermilch aufgenommen. Für mich war es nie eine Frage, welchen Berufsweg ich einschlagen werde. Also das war ganz einfach. Allerdings, ich würde sagen, 6 Tage in der Woche gab es 3-mal täglich Endoskopie. Aber am Sonntag, der gehörte der Familie. Den Grundstein legte bereits der Großvater, wie viele hier, mitten in einem Wohngebiet. Sie sehen hier der alte Teil. Das war 2-stöckig im Untergeschoss. Da war früher die Galvanisierung. Das war hochinteressant, weil ich da nicht dran durfte. Und im oberen Geschoss, da waren dann die Instrumentenmacher. Das heißt, das war der Anfang der Firma Karl Storz. Wenn Sie hier diese Ecke sehen, die unteren 3 Fenster und die Tür, das war in etwa die Größe der Werkstatt meines Großvaters. Sie sehen, es war ein kleiner Anfang, aber Menschen, die Ziele haben, die begeisterungsfähig sind, können auch aus kleinen Anfängen etwas sehr Solides machen. Noch ein typischer Kellerfabrikant. Lupe und Mikroskop. Die Werkzeuge zu Günter Stoffels Erfolg. Der Souterrain-Fabrikant ist ein absoluter Spezialist für Mikroteile. Auch er kann sich über die Auftragslage nicht beschweren. Der Bedarf nach immer präziseren und filigraneren Instrumenten wächst.
Viel Platz braucht er in seinen Schubladen nicht, denn die Werkzeugteile, die er herstellt, sind oft nicht größer als ein Sandkorn und mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Das sind Rundlöffel, das sind Halbfertigteile. Sie sind eigentlich fertig gefräst, aber sie sind noch nicht zum Einbauen. Man muss noch bestimmte Arbeitsgänge vornehmen, wie ein Krater, ein bisschen senken von Hand. Und es gibt eine PE-Zerne, Probe-Exzessions-Zerne. Das ist ein scharfer Löffel. Der Durchmesser ist 0,8 mm. Wenn es mal fertig ist, das Instrument, ist es doppelt beweglich. Wir haben noch kleinere Teile. Uli, bringst du uns mal die Niete hierfür? Zeig sie mal so. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen. Hier liegen sie. Das ist ein Gelenk. Und um die Niete drehen sich die Einzelteile. Sonst wird das Instrument sich nicht öffnen. In der neurochirurgischen Klinik des Klinikums Stuttgart. Professor Hopf führt eine Operation am Gehirn durch. Hier begreift man, wozu bei einer Operation Mikroteile wie die von Günter Stoffel gebraucht werden. Präzision bis auf den Millimeter ist gefragt. Eine Operation braucht eine Vielzahl an medizintechnischen Geräten und Instrumenten. Über 200 unterschiedliche kommen bei dieser zum Einsatz. Ob Bohrer, Mikroinstrumente, Tuchklemme, Hightech-Geräte zur Bildgebung, Skalpelle, Pinzetten oder Elektromikroskope. Die meisten dieser Teile kommen von hier, aus Tuttlingen. Die Medizintechnik hat sich allen Unkenrufen zum Trotz immer stärker und schneller entwickelt. Und die Mentalität der Bürger hat natürlich schon sehr viel beigetragen. Aber da muss man weiter zurückgehen. Das ist eben einmal der Pietismus, auch die Armut der Menschen hier in dieser Region. Das hat die Menschen geprägt, hat zu Fleiß und zu ungewöhnlichem Einsatz und großer Sparsamkeit geführt. Und auch ein, ich würde sagen, schon auch ein Stück Misstrauen und ein bisschen Feindseligkeit. Und sicherlich auch Bauernschleue und Gerissenheit kommt noch dazu. Es ist eine bunte Mischung von Eigenschaften. Aber in der Summe hat es dazu geführt, dass die Unternehmen sehr gut überlebt haben. Ich kenne in Tuttlingen keinen armen Hersteller. Ja, schaffe, schaffe, Häusle bauen, nicht nach dem Mädchen schauen. Jawohl. Die haben wir gemacht, ja. Ja. Soll ich ehrlich sein? Mehrmals. Das heißt, wir haben drüber. Und das elterliche Haus umgebaut, modernisiert. Ja, doch, also wir sind zufrieden. Es hat sich gelohnt, den Einsatz. Aber Zeiten ändern sich. Die Globalisierung hat auch vor den Toren Tuttlingens nicht Halt gemacht. Karl Huber erkannte diesen Trend frühzeitig. Heute ist der Handel für Tuttlingen genauso wichtig wie die Herstellung. Ich war meiner Ansicht nach der erste Mensch, der sich in Pakistan um die Produktion von chirurgischen Instrumenten kümmerte. Beliebt hat sich Karl Huber bei den Tuttlingern mit seinem Engagement in Pakistan nicht gemacht. Der Anfang war für mich wahnsinnig schwer. Die Idee konnte niemand verstehen in Tuttlingen. Wie kann man Instrumente kaufen oder herstellen lassen in Pakistan? Später haben wir in Tuttlingen auch angefangen, Instrumente zu verkaufen, selbst an die Hersteller. Aber niemand von diesen Leuten hat sich tagsüber gewagt, zu der offiziellen Eingangstür reinzukommen. Alle kamen, wenn schon etwas dunkel war, dann habe ich die Instrumente durchs Fenster geliefert. Und es wurde sogar dem Rohwarenhersteller empfohlen, keine Rohteile mehr an mich zu liefern. Die Leute haben ohne Zweifel Gefahr sehen. Die Produktion wurde immer höher, immer mehr und die Qualität wurde immer besser. Und ich hatte seinerzeit absolut den Markt beherrscht. Mit normalen Instrumenten. Früher habe ich jede zweite Woche eine Tonne Rohware nach Pakistan geschickt. Das war einmalig. Ich war der größte Rohwareneinkäufer in Deutschland.
Eine Tonne jede zweite Woche. Ich habe viele Leute Brot gemacht, Tausende von Leuten. Das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass in Pakistan am Ende der Welt eine Produktion von Instrumenten entsteht. Pakistan, Sialkot. Wie in Tuttlingen werden in der pakistanischen Exporthauptstadt mittlerweile chirurgische Instrumente hergestellt. Aber größer könnte der Kontrast zu der schwäbischen Kleinstadt nicht sein. Sialkot ist heute deren größter Konkurrent. Eine Konkurrenz, die in Tuttlingen ihren Anfang nahm. Die pakistanischen Chirurgiemechaniker arbeiten unter schlechteren Bedingungen als ihre deutschen Kollegen. Die Löhne sind niedrig, die Maschinen oft alt. Scheren, Tuchklemmen und Instrumente, die nicht in Kontakt mit den Patienten kommen, wurden hier zuerst hergestellt. Aus deutscher Rohware. Heute arbeiten 20.000 Menschen in der Branche. Mit Sialkot erfasste die Globalisierung schon vor 40 Jahren Tuttlingen. Damit wuchs die Bedeutung des Handels für die schwäbische Handwerkerstadt. Das Handwerk selbst nahm gleichzeitig in Tuttlingen ab. Die Instrumente, die seinerzeit in Pakistan hergestellt wurden, die wurden in Deutschland nicht mehr hergestellt. Ne? Ganz klar. Ne? Und ich meine, es ist ja so, dass heute die Leute, die seinerzeit diese Klemmen hergestellt haben, ich spreche von ganz normalen, einfachen Instrumenten, die stellen heute nichts mehr her. Die Produktion ist, wie gesagt, zu 99% eingestellt worden. Aufgrund der Produktion in Pakistan. QSA Surgical ist heute das größte Unternehmen in Sialkot. Geschäftsführer Kaiser Shabir hat gegenüber seiner Konkurrenz aus Baden-Württemberg einen entscheidenden Vorteil, das niedrige Lohnniveau. Nicht einmal ein Zehntel vom deutschen Lohn verdient ein Mechaniker hier. Und die menschliche Arbeitskraft ist bei der Herstellung chirurgischer Instrumente heute noch der wichtigste Faktor. QSA Surgical lernt von Tuttlingen. Seit kurzem setzen sie auf CNC-Technik. Damit können in Pakistan anspruchsvolle Instrumente hergestellt werden. Sialkot rückt wieder ein Stückchen näher an Tuttlingen heran. Hightech, Tradition und billige Arbeitskräfte. Voraussetzungen, mit denen die Schwaben konkurrieren müssen. Doch trotz des internationalen Konkurrenzdrucks hat sich Tuttlingen in den letzten 40 Jahren hervorragend entwickelt. Ich war 1972 zum ersten Mal hier in Tuttlingen. Damals war hier noch an der Fassade die Tarnfarbe aus den Kriegszeiten, also schwarz, grün, braun, so geflammt. Auch Tuttlingen hatte noch ein ganz anderes Stadtbild. Der Verkehr ging mitten über den Marktplatz. Tuttlingen war damals wirklich eine graue Stadt, aber in jeglicher Hinsicht. Da haben sich in diesen letzten Jahrzehnten unheimlich viele Veränderungen ergeben. Die Menschen sind auch anders geworden, sie sind weltläufiger geworden, sie sind offener geworden. Also hier kann ich schon auch eine starke Veränderung in der Mentalität, in den Verhaltensweisen erkennen, die einherging parallel mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Heute sind in Tuttlingen internationale Gäste wie der pakistanische Geschäftsmann willkommen. Seit mehr als 30 Jahren macht er Geschäfte hier. Dabei steigt er meistens im Hotel Traube ab, wie viele andere Gäste aus der ganzen Welt. Wir haben mittlerweile 66 Zimmer und wir haben vor, noch mal 14 große Zimmer dazu zu bauen. Ohne Medizintechnik gäbe es uns hier nicht, dann wären wir nur wirklich bei unseren 12 Zimmern. Über die viele lange Zeit, in 29 Jahren, kann ich Ihnen wirklich bestätigen, dass wir so international sind, dass es mittlerweile 60% von unserer Kundschaft ausmacht. Wir haben manchmal 16 verschiedene Länder im Haus und irgendwie ist das eine Globalisierung auf Schwäbisch. Thank you. Coffee? Okay. Diese Globalisierung auf Schwäbisch ist auch den guten Beziehungen zwischen den USA und Tuttlingen zu verdanken. Die Nordamerikaner sind die weltweit größten Abnehmer für medizintechnische Produkte. Um Instrumente direkt vom Handwerker zu kaufen, steigen auch amerikanische Topmanager in kleine Kellerwerkstätten hinab.
Heute besuchen sie den Chirurgiemechanikermeister Siegfried Hirt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Ja. Hallo. Hallo. So. Sind wir wieder da? Jawohl, sind wir wieder da. Geh mal rein. Thank you. Ja. Now watch your head here. Ah, that's here. Yep, careful. Ein neues Modell, eine Einführungspinzette, was einführt, das weiß ich nicht. It's a node insertion. Yeah. That is a node. It's currently under trial. Okay. And wanna touch it? Yeah, guess it. Haben wir immer Stückchenweise gemacht, gell? Da jede Woche ein Stück bestellt worden, wieder ein Stück und das letzte waren 30 weg. You better make 4 sales. Ja. Da kommen keine 1000 Stück, gell? Aber wenn Sie noch so etwas auf den Markt bringen oder schlägt ein, dann haben Sie auch die Chance, andere Sachen zu verkaufen, gell? Der Besuch hat sich für beide Seiten gelohnt. Siegfried Hirts Pinzetten treten ihre Reise in die USA an. Aber der Trend geht Richtung Hightech und zu Einweginstrumenten. Die werden vor allem von den USA nachgefragt. Frau Magrat, für Ihre Bemühungen. Vielen Dank. Die kleine Rose. Frau Magrat, jawohl. Dankeschön. Ja, ja, hoffen wir. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, machen wir. Hallo, thank you. Thank you so much. Ade, ciao. Yeah. Okay. Ciao. Bye bye. Keiner weiß, wie oft amerikanische Manager Meister Hirt noch besuchen werden. Das schwäbische Medical Valley verändert sich. Ich meine, die gute Zeit ist, ehrlich gesagt, die sind vorbei. Die sind vorbei. Ja. Aber wir können auch mit kleineren Kuchen leben. Oder müssen leben, ja. Am Sonntag hängt Siegfried Hirt seinen Blaumann an den Haken und geht wandern. Vielleicht über die gleichen Wege, über die der Messerschmied Gottfried Jetter einst ging, als er die Chirurgiemechanik nach Tuttlingen brachte. Die Medizintechnik bleibt der Stadt erhalten, aber die alte Tradition der Kellerwerkstätten neigt sich dem Ende zu. Immer so ein Kleinbetrieb, wie wir sind, ist ein ungeheures Engagement notwendig. Freizeit muss man sich ein bisschen einschränken, Hobbys auch, je nachdem. Und da muss ein Mensch bereit sein, das in Kauf zu nehmen. Man ist die Jugend. Die hat halt andere Vorstellungen. Man, der Beruf, die Familie, der Garten, die Gartenpflege und Wandern, das sind die Säulen, die mich durchs Leben getragen haben. Und zur vollsten Zufriedenheit. Ja.